Engel als vollkommene Menschen gesehen haben. Im Christentum wissen wir, dass der Heilige Geist, der ja ein Engel ist, Engel Gabriel, in Form einer Taube aufgetaucht ist. Aber diese Vorstellung, dass sie so Flügel haben, das sind also rein menschliche Vorstellungen. Die Menschen haben es ja so gemacht. Der Koran warnt davor, die Engel zu weiblichen Geschöpfen zu machen und irgendwelche Illusionen in die Engel hineinzulegen. Man muss auch mit Engeln nicht sprechen wollen. Man hat Gott zum Sprechen. Und man muss nicht sich das so einfach kindlich ausmalen. Natürlich haben Kinder, Erwachsene da ihre einfachen Vorstellungen. Aber vom Koran her ist es so, dass Engel Kräfte haben, 2, 3, 4, die Gott ihnen gegeben hat. Mhm. Und diese Kräfte werden mit dem Wort Flügel bezeichnet. Von daher ist das eine symbolische Aussage und meint jetzt nicht, dass sie tatsächlich Schwingen haben wie Vögel, sondern es sind Kräfte, die sie besitzen, die ihnen von Gott gegeben worden sind. Mhm. Was möchten Sie was dazu sagen? Also es ist so, dass die Vorstellung von Engeln mit Flügeln auch aus der Bibel kommt. Mhm. Wobei man in der Bibel ganz klar sieht, es gibt Engel, die sind so aufgetreten, dass sie mit Menschen verwechselt wurden. Dass also die Leute, denen ein Engel erschienen ist, wirklich gedacht haben, hier steht ein gewöhnlicher Mensch vor ihnen, bis dieser Engel sich offenbart hat als besonderer Bote Gottes und gesagt hat, ja, ich bin nur ein Engel. Andererseits gibt es Berichte vom Propheten Jesaja zum Beispiel, dass er die Engel gesehen hat oder auch bei Hesekiel. Und da heißt es bei Jesaja, dass also die Engel 6 Flügel haben. Mhm. Mit 2 decken sie ihre Füße, mit 2 das Gesicht, mit 2 fliegen sie. Mhm. Ja? Mhm. Also es gibt beides, wie Herr Hübsch auch gesagt hat. Mhm. Was natürlich, wo wir natürlich ein bisschen anderer Meinung sind, der Erzengel Gabriel ist natürlich nicht der Heilige Geist in unserer Auffassung, sondern Gabriel ist auch einer der Diener Gottes, während der Heilige Geist natürlich einen anderen Stellenwert bei uns hat, aber das wissen Sie bestimmt. Mhm. Mhm. Herr Hübsch, es ist ja im Islam verboten, auch Gott bildlich darzustellen, auch den Propheten bildlich darzustellen. Wie sieht das bei Engeln aus? Nein, das ist nicht der Fall. Also ich weiß nicht, wo dieser Glaube herkommt. Die Darstellung des Propheten ist nur nicht möglich. Wir haben schriftliche Aussagen über das Aussehen des Propheten, sehr lange ausführliche Aussagen, wie er ausgesehen hat, wunderbar beschrieben. Mhm. Es wäre theoretisch möglich, danach ein Bild zu zeichnen. Aber Propheten sind von einer besonderen Statur, sind von einer besonderen Aura umgeben. Sie haben ein besonderes Charisma, sie sind eine bestimmte Vibration sozusagen, ein Energiefeld, das anders geartet ist. Und es ist unmöglich, selbst für den besten Maler nicht möglich, sie wirklich wahrheitsgetreu wiederzugeben. Aber die rein theoretische Darstellung Gottes als Symbol ist möglich. Der verheißte Messias, der Gründer unserer Gemeinde, hat einmal, um die Trinität darzustellen, gezeichnet Gott als Auge und dann ein Kreuz und dann den Heiligen Geist als Taube, um zu zeigen, dass es 3 verschiedene Dinge sind. Also die Darstellung Gottes als tatsächliches Bild ist natürlich einfach nicht möglich, weil Gott hat nach den Worten des Gründers unserer Gemeinde sozusagen das ganze Universum als Körper, also bildlich gesehen. Ja, also wir können das einfach nicht, es geht nicht, ja, ist einfach unmöglich. Ja. Aber Engel so nach Traumvorstellungen, so nach Ideen, so nach figurativen Systemen, die man sich so ausdenkt, zu zeichnen, ja, was bringt es? Ich meine, es sind Illusionen, die da genährt werden, das ist etwas, sagen wir mal, einfach gestrickt. Dann. Ja, ja. Ja, erstmal vielen Dank für diese Statements und diese Gespräche, die Diskussion, die sich dadurch entwickelt hat. Sehr geehrte Zuschauer, wenn Sie Fragen haben zu dem Thema Engeln in der Religion oder auch allgemein, Fragen zum Thema Islam oder auch Christentum. Stellen Sie Ihre Fragen per Telefon. Die Telefonnummer lautet 040 für Hamburg 325 99 0399. 040 für Hamburg 325 99 0399. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. aspekte@tidenet.de für Ihre Fragen zu diesem Thema. Wir waren auf der Straße unterwegs und haben auch einige Passanten befragt, ob sie denn überhaupt an Engel glauben und vor allem auch, wie sie sich das vorstellen. Und das möchten wir Ihnen uns kurz zeigen. Glauben Sie an Engel? Nicht so mit Flügeln und sowas, aber dass die Menschen, die ich verloren habe, noch auf mich warten, ja. Ja, an sich schon. Einer zum Beispiel steht neben mir.
Ja, das ist mein irdischer Engel, aber es gibt sicherlich auch welche, die wir nicht sehen können. Nein. Ja, sehr wohl, glaube ich, an Engel. Ich bin davon überzeugt, dass es etwas um uns herum gibt, was uns begleitet, was uns führt und was uns in manch einer Situation helfen würde, wenn wir mehr darauf hören. Eigentlich nicht, aber ich weiß, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ja, ich glaube auch, dass meine Engel mich jeden Tag begleiten und dass meine Engel mich wie einen Fahrplan durchs Leben führen. Ja, ich glaube an Engel. Wie stellst du dir das vor? Wie agieren sie? Also ich stelle mir die einfach so vor, dass sie, also so als Engel, dass sie so neben einen fliegen können, aber man sieht sie eben nicht. Die Bibel spricht von den Cherubim, ja, es sind die Hilfskräfte Gottes. Ich weiß, dass der, oder ich denke, dass der Erzengel Gabriel für Krankheiten mir zur Seite steht. Mhm. Ja. Also sie führen und lenken mich durch mein Leben. Es macht mein Leben ein Stück weit leichter. Keine Flügel, eher so als... Sehen? Ja, als gute Macht, die auf einen aufpasst, ja. Die Vorstellung ist bei mir eigentlich nicht so konkret vorhanden. Aber wenn ich darauf angesprochen oder so, wie Sie mich jetzt darauf ansprechen, würde ich mal sagen, der Engel erscheint mir in der Person, die mir gegenübersteht. Und das kommt dann für mich nur in die Sichtweise so, dass ich einfach nur die Situation erkennen muss. Es ist nicht in irgendeiner Form ein Fabelwesen, eine Elfe oder ein Engel, der um mich herumfliegt, sondern meistens sind es meine Gesprächspartner, die mir irgendetwas vermitteln möchten, wo ich nur hinschauen sollte. Ja, vielen Dank für diese Passantenbefragung. Und wenn Sie, wie gesagt, Fragen haben zu dem Thema Engel in der Religion, per Telefon 040 für Hamburg 325 9903 99, oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. Herr Nussbaum, ganz zu Beginn dieses Beitrags hat eine junge Dame gesagt, dass die Menschen, die ich lieb habe und leider verstorben sind, als Engel in den Himmel auf mich warten. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, dass es eine sehr verbreitete Vorstellung ist, dass also viele Menschen so ähnlich denken wie diese Dame. Von der Bibel her muss man sagen, da wird schon klar unterschieden zwischen Menschen einerseits und Engeln andererseits. Die haben also schon eine ganz andere Stellung vor Gott auch. Und es ist nicht so, dass sich der eine in den anderen verwandelt. Ja? Dass vielleicht irgendwie etwas von diesen Menschen, die Seele oder so, da aufbewahrt wird sozusagen bei Gott und in einer Weise auch wartet auf einen, das kann man von der Bibel her unter Umständen sogar noch vertreten. Aber dass es ein Engel wird, das ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, also ja. Das heißt, ein Mensch kann sich nicht zum Engel verwandeln? Nein. Hübsch? Also die Wesensgleichheit zwischen Mensch und Engel ist nicht gegeben, weil ein Engel ist ein Engel, ein Mensch ist ein Mensch. Aber die Funktionsweise oder die Lebensweise, nämlich absoluten Gehorsam gegenüber Gott, die kann ein Mensch durchaus übernehmen oder lernen oder durch die Gnade Gottes erlangen. Und dann wird er wie ein Engel. Das ist auch im Volksglauben so weit verbreitet, dass man sagt, du bist ja wie ein Engel. Das haben ja auch die Passanten gesagt. Aber ein Hase kann nicht ein Huhn werden. Ja, ja, das stimmt. Gibt es denn Erzählungen oder Geschichten, die auch wirklich vorgekommen sind, wo sich wirklich Engel als Menschen auf der Welt bekannt gegeben haben, um auch Menschen zu testen? Gibt es solche Erzählungen und solche Geschichten im Christentum und auch im Islam? Um Menschen zu testen. Ja. Also das heißt, wo sich zum Beispiel der Erzengel Gabriel als ein Mensch verwandelt hat und dann den Menschen halt zu testen. Also von der Bibel her kenne ich da keine Geschichte. Die Bibel. Jakobsleiter. Naja, aber das ist ja kein Test in dem Sinn. Der Kampf von Jakob. Am Jabok meinen Sie, der Kampf zwischen diesem Engel und, und Jakob am Jabok. Ja, das wäre eine Idee, das wäre eine Möglichkeit. Wobei die Frage ist, ob das ein Test ist oder was damit erreicht werden soll. Ne? Also ich finde, bei Test hört sich immer so an, mal gucken, wie er reagiert und mal schauen, ob er die Prüfung besteht. Ja, so ein bisschen lehrerhaft. Und da habe ich im Moment, da fällt mir also nichts zu ein. Okay. Ja. Herr Hübsch? Ja, im Koran werden schon einige Berichte übermittelt, zum Beispiel als zu Lot, dem Propheten in der Sündenstadt, die Gesandten, die Engel kommen und ihn auffordern, die Stadt zu verlassen. Auch zu Abraham kommen die Engel in Form von vollkommen